So, da sind wir wieder zurück zu Modern Warfare 3. Und wir spielen als Yuri, sehe ich schon wieder. Das heißt, wir sind wieder mit Captain Price on the way. Aber erstmal briefst uns hier Sandman. It seems your hunch was right, Captain. Makarov's already making friends. He's meeting with his top advisor 6 hours from now. Location is the Hotel Lustig. It's in the center of the city. Hotel Lustig. In Prag, okay. We have tier 1 groups assigned to handle this, but I don't think they'll make it in time. But you're close. Hotel Lustig. I'll contact you when it's done. Makarov's council all together in the middle of a war zone. Sounds convenient. Overconfidence makes you careless. We'll infiltrate along two separate routes. So, you and Yuri head for the church and provide overwatch. The city's locked down tight. We'll need a back door. Leave that to me. Alles klar, also habt ihr mitbekommen? Wir lauern jetzt quasi Makarov auf. Und wenn wir richtig Glück haben, dann sehen wir den Jungen jetzt endlich mal. Wir sind ja schon eigentlich seit MW2. Ja, seit eigentlich Anfang MW2 hinter diesem Kerl her. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir wieder mal eine heiße Spur haben. Und irgendwie habe ich es auch im Gefühl, diesmal sehen wir ihn wenigstens. Wir sind ja jetzt hier, ich glaube, in der 11. Mission. Ich glaube, es sind noch ein paar. Das heißt, wahrscheinlich werden wir jetzt Makarov noch nicht töten. Das da gehe ich einfach mal drauf von aus. Sag mal, da war ich sogar schon mal. Auf der Brücke oder mit dem Eingang da? Da war ich. Mensch, geil. Da kennt man sogar direkt wieder. Vor allem die Statuen auf dieser Brücke. Frag mich mal, wie die heißt. Könnt ihr mal reinschreiben oder so, wenn einer von euch das auswendig weiß. Also jetzt nicht nachschlagen oder so, ne? Das ist ja Cheaten. Wie heißt denn die? Königsbrücke oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Mist. Ups. Ich glaube, wir starten mal neu. Wir haben uns ein bisschen von der hübschen Stadt in den Bann ziehen lassen. Das ist aber Prag. Ich meine, Prag ist einfach, weißt du? Ist einfach hübsch hier. Der Lichtstrahl hier, was ist denn eigentlich über uns? Ah, so ein Scheinwerfer, okay. So, jemand haben wir falsch gemacht. Genau, wir sind jetzt hier bei der nächsten Kiste. Hier sind wir nämlich rechts gegangen. Wir müssen aber links lang. Ah, okay, wir müssen hier runter durch. Können wir auch schnell schwimmen? Nee. Tauchen können wir, glaube ich, auch nicht. Ja, und die Hunde wittern was. Das Problem ist nur, da oben so viele Zivilisten sind, können wahrscheinlich die Wachen nicht... genau sagen, dass wir hier sind. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir unter dieser... unter diesem Holz steht hier bleiben. Alter, sieht das richtig, die töten hier ganzen Zivilisten und so und werfen die dann einfach ins Wasser. Und wir machen dagegen wieder nichts. Price, Mensch. Das sind dann nur ungefähr, weiß ich nicht, 20 oder so. Guck mal hin. Wir sind da so eine Special-Elite-Einheit, dachte ich. Na gut, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen höher gestellten Auftrag, dass wir Makarov finden. Mal, das ist wichtiger als hier 20 Soldaten umzubringen, die sowieso wahrscheinlich dann schon die Hälfte umgebracht hätten von den ganzen Zivilisten. Also wahrscheinlich würden wir da nicht mehr so viel retten. Irgendwo da vorne sind sie, ne? Aha, und hier ist... aha! Hier ist doch Kamarov wieder, unser Freund, unser russischer Freund. Nice! Voll in den Unterschlupf hier rein. Jungs, da draußen sind 20 Leute. Ihr seid hier mindestens auch so viele. Könnt ihr ja die nicht was unternehmen? Ihr seid sogar mehr! Habt ihr nicht irgend so einen Sniper, der sich... guck mal, Jungs. So ganz einfach. Ihr setzt euch ja einfach hier rein ins Wasser mit zwei Snipern und dann machen die mal ein bisschen Betrieb. Meine Fresse. Weißt du, wenn du nicht alles selber machst, du. Haben die wieder keine Ahnung. So, müssen wir hin. Wie haben du da so ein... was haben wir eigentlich? Ist ein Sniper? USP ist klar. RSASS. Ja, kann mich nicht jetzt so krass mit Waffen aus. Wir haben auch wieder so ein Scope drauf. Alles klar. Da ist auch ein Hund, ne? Snipers on the roof? Also das sieht aus wie ein Sniper. Ihr müsst es gleich mal ausprobieren. Ja, ja, welchen nimmst du? Das ist die Frage. Ich schieße einfach auf einen. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Sniper. RSASS, ja. Die Ersas. Ich fand die relativ laut eigentlich dafür, dass es ein Schalldämpfer ist. Ich meine, wir waren ja auch quasi in dem Durchgang. Da halt es ja noch ein bisschen. Wir sind ja schon wieder hin. Da halt es ja auch noch ein bisschen mehr. Also ich fand das jetzt nicht unbedingt so silent, aber was soll's.
Wir sind hier unterwegs. Mit Soap laufe ich gerne rum. Soap, wer es nicht weiß. Ich muss mal überlegen. Ich glaube, es war wieder meine Schuld. Geh weg! Ich muss mal überlegen. War es... oh Gott. War es Modern Warfare 1 oder 2? Wo wir mit Soap... Ich meine, es war Modern Warfare 1. Genau, mit dem ersten Trainingsprogramm. Da haben wir mit Soap zusammen gespielt. So, ich nehme jetzt mal hier. Also, das Problem ist, bei der Mission gerade sehe ich, du musst halt wirklich still hinter dem Typen herlaufen. Hier zum Beispiel. Du musst dich jetzt hier irgendwie hinter ihn stellen und nichts machen. Du siehst natürlich auch normalerweise nichts. Ich will aber ein bisschen was sehen, weißt du? Aber, hey, da gibt's Absinth. Geil. Hab ich jetzt Bock drauf, Freunde. So also ein bisschen Absinth einfach mal so hinter die Birne kippen. Was macht ein Zopia eigentlich? Und das ist das Problem. Jetzt sehe ich nicht, was er macht. Okay, ich glaube, wir haben gerade nicht zugehört. Ich glaube, der Typ wollte, dass wir die beiden snipen, aber was soll's. Na, renn, Junior, renn, ich bin hinter dir. Nicht in den Fahrstuhl? Kein Bock, hier ist noch ein Koffer. Kein Bock, Treppen zu laufen, Junior. Ja, easy, easy, mach mal keinen Stress. Wen haben sie denn hier schon wieder? Hier haben sie komplett... Jetzt stehe ich ihm im Weg. Ah! Ich mag ja Sneaky Sneak Mission, ihr kennt mich ja. Jetzt komme ich ja da immer übelst. Da hinten kommen die, ne? So? Hast du auch gemerkt, sehr gut. Und jetzt? Lass mich raten, wie jetzt da rein. Das sieht nicht gut aus, Mann. Der sieht überhaupt nicht. Der ist ganz groß hier. Naja, war klar. Guck mal, ich will schon vorher was die machen müssen, weil es einfach logisch ist. Mann, ey, die haben ja alle Leute hingerichtet. Hier fällt noch ein Bild runter. Okay. Was, die sind hier drinne? Die sind hier drinne. So. Was machen wir denn jetzt? Oh, okay, draußen. Ich habe überlegt, vielleicht können wir uns auch draußen mit den Leuten anlegen, aber wenn da ein Panzer kommt. Und wir nur eine USP und ein Sniper-Gewehr haben. Das wird gegen den Panzer schwer. Aber wir haben Granaten. Wir könnten theoretisch auf die, in die Luft und Schäfte Granaten vielleicht werfen. Da haben wir immer mehr rein hier. Was ist denn da los? Dürfen wir die umbringen, so? Die können wir doch locker umbringen, Mann. Dann halt nicht. Gut, dann haben wir jetzt, jetzt haben wir sie un. Fangen wir nochmal neu an. Jetzt haben wir sie umlaufen. Der Panzer hat ja auch eine Geschwindigkeit drauf, nur, ne? Kannst du nebenbei herlaufen. Wo ist denn er jetzt hin? Da. Hey, und die Map. Nee, kenne ich die online? Also, den Bereich hier kenne ich auf jeden Fall online. Wie heißt denn die Map? Lockdown, glaube ich, heißt die. Easy, ja, toll, Soap, übrigens, da sind die nächsten, ne? Oh, Jungs, gegen eine D36, okay, die hat jetzt keinen Schalldämpfer, deswegen muss ich kurz mal überlegen, ob das sinnvoll ist, aber gegen eine D36 habe ich jetzt nicht unbedingt was einzuwenden. So, Soap, ist da noch Platz? Ich mach nichts. Da ist übrigens wieder so ein Panzer, ne, Freunde? Ah, guck mal, ich dachte, was ist denn da jetzt los? Da ist Kamarov. Schön, dass man übrigens sieht, wer da ist. Price und Kamarov. Aha. Oh. So, Jungs, könnt ihr jetzt von oben ein bisschen mit Leitschutz geben und sowas? Was? Ja, ja, ich komme mit. Das sind unsere, ne? Oh, ich wollte schon sagen. Treffen? Okay, ich habe irgendwie Bock, weil wir jetzt irgendwie einen Sniper dabei haben. Zack.
Zack, die sitzt aber daneben. Nein, ich wollte ein Collateral. Scheiße. Aber ich sehe gerade, wir können auch hier auf den Red... Ah, wir können auch auf den Red Dot Light Modus umswitchen. Ups! Was? Ich glaube, ich schieße hier immer... Ich glaube, ich schieße hier immer gegen dieses komische Ding hier gegen. Das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen habe ich ja vorhin, glaube ich, nicht getroffen. Habe ich einfach nicht gecheckt, so. So, wo sind sie denn, Jungs? Sag mal, das ist übrigens die Stealthy-Stealth-Mission, oder was? Wo ist denn das Stealth, Junge? Da kommt ein Panzer, ne? Grab the RPG. Da hinten. Ruhig, Brauner. Ich muss erstmal die RPG treffen. Ja, ja, mach doch mal einen ruhigen. Siehst du? Easy. Und jetzt. So, gucken wir mal erstmal die Waffen checken, bevor hier irgendwie wieder Hektik aufkommt. Ich muss da rüber. Easy. Du bist einer von mir, ne? Sind ja noch mehr von unseren Soldaten. Okay, nee, das sind glaube ich Zivilisten, ne? Obwohl, die sind so vermummt, das könnten auch Soldaten gewesen sein. Also, die haben ja noch eine relativ große Untergrundarmee. Gar nicht schlecht. Oh oh. Oh oh. Ach ne, die schießen da nur rein. Alter Schwede, Jungs, ich würde mal hier raus. Okay. Jungs, ich würde mal hier raus. Das ist hier nicht sicher für euch. Muss wieder hin. Muss wieder. Natürlich die Treppe lang. Können wir was hier runter? Los, so, mach mal ein bisschen hin, ey. So, die Jungs rennen hier auf jeden Fall raus. Was ist da oben irgendwas? Hab ich. Ach ne, da ist noch einer. Seht ihr das? Ich ziele irgendwie. Und na, wenn man getroffen wird quasi, dann zieht das Gewehr noch mal hoch. Das heißt, man muss direkt drauf sein. Immer schön den Rücken ballern, Jungs, ne? Das ist das Einfachste. Können sie sich nicht wehren. Wenn man natürlich so geil schießt wie Ecke, dann braucht man sowieso immer 20 Schüsse für einen Gegner. Meine Fresse, Alter. Bitte mal stehen, Junge. Oh, oh. Schießt auf das Auto! Das ist schon kaputt, okay. Boah, hier liegen aber auch schon wieder Leichen. Ich glaube, ich habe ein bisschen lange gebraucht. Wer versteckt sich hier? Matus, komm! Du musst aber tun hier für deine Freiheit. Das ist dein Land. Bitte, Soap, nichts zu danken. Ich weiß nicht, die Distanz ist jetzt die G36 jetzt nicht unbedingt der Riesenbringer. Aber für Sniper ist es auch ein bisschen zu nah. Teilweise. Ich sehe wieder nicht, wer auf mich hier feuert. Wo sind die Schatten? Boom, weg. Da ist noch einer. Das war ich nicht. Wer schießt hier noch auf mich? Und wenn jetzt, wenn es nur einer ist, Freunde, einfach eine Taktik, einfach mal aus der Deckung rausgehen. So. Wer schießt? Dann kommen die nämlich meistens angelaufen, beziehungsweise schießen dann auf dich. Gehen dann aus der Deckung raus. Und dann seht ihr auch, wo die sind. Da ist auf jeden Fall irgendwo noch einer. Ist da einer? Ja. So, Jungs, voran. Vorrücken. Mir nach. Ah, das sind unsere. Links ist eine Granate irgendwo. Genau, easy. Ups. Okay. Okay, ich bin ein bisschen erschrocken hier. Mann, das sind ja alle unsere Leute. Ups. Nichts passiert. Okay, wir sind zur Statue irgendwie. Wir sind auf jeden Fall Soap wieder. Das machen wir auch. Oh, Scheiße, ja, war natürlich klar. Wir haben ja 50 Leute verloren, weil ein Panzer ankommt. Und wir keine APD-Schützen haben. Bitte, Jungs. Bitte, so funktioniert es aber leider. Der Panzer sieht uns zum Glück nicht. Rein, 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 rein. Los, jetzt. Ich bin weit. Ich leg mich hier so dahin, Junge. Bin ganz, ganz leise.
So viel Panzer. Okay, hier geht's anscheinend ab. Ich weiß nicht, ob wir das auch im Stillen hätten machen können. Aber wir haben ja eigentlich eine super Position. Wir haben einen perfekten Winkel eigentlich auf sie. Wir müssen nur treffen. So, sieht eigentlich gut aus, Freunde. Wir können eigentlich mal ein bisschen weiter. Easy. Was waren das hier? Die letzten 30? Hier war irgendwo ein normales. Okay, normales brauchen wir nicht. Wir haben auch wieder Munition aufgesammelt dadurch. Und da sind wieder unsere Rebellenfreunde hier. Okay, die Helis machen eigentlich nicht viel. Ich ahne es. Ich ahne es, Freunde. Da sind schon wieder Panzer unterwegs. Was ist mit dem Auto hier? Da fährt einfach ein Panzer rüber. Scheiße, Freunde. Das ist natürlich echt behindert, ne? Oh, 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 hier brennt was. Deswegen haben sich die Rebellen auch verschworen. Oh, das ist ein Panzer, Panzer, Panzer. Rein, 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 rein. Deswegen haben sich die Rebellen auch versteckt in den Häusern und so, ne? Weil ihr könnt nichts machen gegen die Panzer. Wenn ihr nicht das Equipment dafür habt, die kaputt zu schießen, dann habt ihr einfach verloren. Mit einem normalen AK oder mit einem normalen Sturmgewehr oder so kommt ihr da nicht weit. Dann könnt ihr auch zu 100 auf den Panzer losrennen, das bringt nichts. Bitte ein bisschen bitter die Mission, dass wir so viele Rebellen sozusagen gesehen haben, die gestorben sind.